damit das Schwere im Leben leichter wird. Mit Thea Wachtendorf. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Ja, ich habe eine neue Zuschauerfrage und die lese ich am besten vor. Umgang mit tiefen Fouls, psychischer Gewalt und Gruppendynamik. Ich bin Juristin und hatte den Job einer Behördenleiterin. Ein Teil der mittleren Führungskräfte und Mitarbeiter sowie meine Vorgesetzten haben mich öffentlich und ohne Fakten geschädigt. Ich wurde ausgegrenzt, nicht informiert, meine Aussagen und Vorschläge wurden nicht gehört und Maßnahmen erfolgten ohne mein Wissen und ohne die Möglichkeit zum Einbeziehen oder Stellung zu nehmen. Außenstehende Interne haben anonyme Briefe gesendet und die oben genannten Personen haben die Gruppendynamik bewegt. Medien haben dies verstärkt und meinen Ruf geschädigt. Fühlt sich ein bisschen an wie Hexenjagd und ich weiß, Gott hat einen Plan. Also wie gehe ich damit um? Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen und Möglichkeiten, damit umzugehen. So wie du das da jetzt beschreibst, geht es ja gerade vielen. Also wir spalten uns gerade so ein bisschen in diesem Bereich Täter und Opfer. Da gibt es die, die etwas tun, was ungünstig ist und es gibt die, die darunter leiden. Hier ist es ja so, dass du dich als Opfer dieser Umstände siehst. Und wenn man so einen Arbeitsbereich hat, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch bist oder nicht, ist es natürlich so, dass man immer sagt, man hat drei Möglichkeiten. Entweder ich bin irgendwo und ich akzeptiere etwas oder ich bin irgendwo und ich wehre mich oder ich bin irgendwo, was mir nicht gefällt und verlasse das Feld. Das sind so diese drei Regeln. Manchmal ist es natürlich so, und das Wort Hexenjagd beschreibt es ja schon ganz gut, dass ja, das ist halt eine Situation ist, die wahrscheinlich für dich untragbar ist. Und egal in welcher Situation wir da jetzt so wären, aber immer lohnt es sich, wenn ich mich als Opfer einer Sache fühle, dass ich einen Schritt zurücktrete und das Ganze ein bisschen von außen betrachte. Und jetzt hast du ja selber gesagt, Gott hat einen Plan. Jetzt weiß ich nicht, was du darunter verstehst. Und manchmal höre ich das von einigen Teilnehmern oder Patienten, dass sie dann so meinen, Gott hat einen Plan und ich gehöre irgendwie zu den Guten und die anderen sind die Bösen und Gott hat den Plan, dass alles Gute gewinnt. Also wenn es einen Plan Gottes gibt, dann denke ich schon auch, dass das Ende wirklich sein sollte oder wahrscheinlich wäre, dass jeder Mensch Gott in sich selber findet und somit auch die Liebe in sich selbst und damit auch alles außen, was nicht so gut ist, automatisch aufhören würde. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie soll ich damit umgehen, dann würde ich einfach mal pauschal die spirituellen Gesetzmäßigkeiten nehmen und würde dir empfehlen, guck doch mal ein bisschen mit Abstand, indem du guckst in der Sache der Spiegelung, warum erlebe ich das, was hat das mit mir zu tun? Also dieses, was man da mit mir macht, wäre die erste Frage, mache ich das selber auch mit anderen? Das kann ja auch in anderen Bereichen sein, egal ob privat oder beruflich. Oder es kann auch sein, ich mache das mit mir selber. Also da wäre so die Frage, tue ich das auch? Das Gleiche. Und wahrscheinlich würdest du dann sagen, nee, das mache ich nicht. Ja? So, dann tue ich das Gegenteil. Ist in diesem Fall ein bisschen schwierig. Ja? So, das wäre ja total die andere Seite. Und da wäre die Frage so übermäßig sich anpassen, übermäßig gut reden über andere, übermäßig alles loben, übermäßig das Gute verbreiten wollen. Das wäre jetzt so das extreme Gegenteil von diesem, ne, wie man sich mich so schlecht behandelt, so will ich alles in das unnormale Gute dastehen lassen. Das wäre das Gegenteil. Und wenn du sagst, nee, nee, das bin ich auch nicht. Und wenn du sagen würdest, okay, das passt beides nicht, dann wäre so die Frage, war ich vielleicht in der Vergangenheit so? Und habe ich das gemacht, ohne dass es mir bewusst war? Und haben sich vielleicht andere mit mir so gefühlt? Und wenn du sagst, nee, so war ich noch nie, bin immer eher die, die eher die gute Liebe und nicht die, die das so macht, dann wäre die Frage, ob du das kennst aus der Kindheit, dass vielleicht du jemanden beobachtet hast, der mit jemand anders so umgegangen ist
Vater, Mutter, Großeltern oder irgendjemand aus dem Kreis, wo du aufgewachsen bist, die dann ein Verhalten hatten, was du abgelehnt hast als Zuschauer und somit eine Wertung zu diesem Thema hattest. Weil immer, wenn wir eine Vorstellung von etwas haben oder eine Bewertung, die wir ablehnen, dann ist das, was wir eigentlich in unser Leben ziehen, um dass uns das gespiegelt wird und damit wir dann diese Wertung aufgeben können. Weil die Liebe Gottes ist eine wertfreie Liebe. Das ist die Liebe, wenn Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wäre jemand, der wertfrei auf das ganze Geschehen schauen kann. Ja, und dann, wenn du sagst, nee, alles passt eigentlich nicht, dann könnte man nochmal zurückschauen und sagen, okay, ist es vielleicht karmisch? Ja, es gibt ja so etwas wie ein mieses Karma. Das heißt eine Entladung und ja, wir kennen Begriffe wie, was du siehst, wirst du ernten, ja, Ursache, Wirkung. Das heißt, jede Absicht hat eine Folge. Und wenn man da ein bisschen tiefer schaut und spirituelle Gesetze nehmen, dann geht das Leben ja auch weit vor der Geburt schon los. Und dann könnte es sein, dass du in diesem Leben nicht so warst, aber dass du vielleicht in anderen Zeiten so warst. Und dass dich das jetzt einfach als Karma einholt. Und dann hast du natürlich, wenn du das erlebst und du ärgerst dich darüber, dann machst du deine eigene Energie schlechter und schädigst dich selber. Wenn du dich ärgerst und wehrst dich nicht, machst es schlechter. Wenn du dich ärgerst und wehrst dich, gibst du der ganzen Sache auch Energie. Und wenn du es erlebst und du würdest es sehen können als etwas, was dir als Persönlichkeit passiert, weil davor irgendwann mal etwas aufgeladen wurde und sich das jetzt entlädt und du das sehen könntest, so ein bisschen mit Abstand als Beobachter dieser Situation, dann könntest du aus diesem Raum vielleicht akzeptieren, dass es dir geschehen ist. Dich vielleicht sogar aussöhnen damit, dass falls du in irgendwelchen Zeiten so gewesen bist, wie die jetzt zu dir, dass es dir leid tut, dich entschuldigen bei denen, wo du es getan hast, und dann die anderen als Spiegelung deines Lebens und deiner eigenen Handlung zu sehen. Und somit zu sagen, okay, dann akzeptiere ich das jetzt und dann verlasse ich aber auch dieses Feld, weil dieses Spiel möchte ich ja gar nicht weiter mitspielen. Ja? So, das heißt, wenn du das gut erlöst hast, dann wirst du als nächstes etwas anziehen, wo dieses nicht mehr zu finden ist. Solltest du aber auch weiterhin eine Arbeitsstelle anziehen, wo das wieder so ist, dann ist es immer noch nicht ganz in dir gereinigt. Also so sehe ich es heute. Und wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich dir diese Antwort geben, dass ich sage, tritt zurück, schau es dir von außen an, akzeptiere es als eine Entladung und reinige dein Karma. Das ist das, wo ich glaube, was in dieser Zeit passiert, wo die Schwingung höher ist und alles unerlöst ans Licht kommt, aber überall, wo ich reagiere, noch etwas in mir ist, was davon nicht frei ist. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen, aber das ist das, was mir jetzt so dazu einfällt. Also, ich hoffe, es hat dir gedient und vielleicht ist das eine oder andere für jeden anderen auch drin, so als Impuls, Dinge so ein bisschen mit mehr Verantwortung zu betrachten. Ja, das Opfersein, das ist so die Haltung der alten Dimension, die geht jetzt vorbei. So, mir passiert etwas und ich kann nichts dafür. Das ist altes Bewusstsein. Und neues Bewusstsein wäre, ich bin Schöpfer meiner Realität und alles, was ich im Außen erlebe, hat irgendetwas mit mir zu tun und seinen Ursprung in mir selbst. Und wenn ich das im Außen verändern will, muss ich die Veränderung in mir selber herstellen, damit meine Resonanz anders ist. Ich weiß, es will nicht jeder hören, aber das ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit unbedingt wichtig, dass wir Verantwortung dafür übernehmen, für das, was wir erleben. Also, so viel für heute. Danke fürs Zuhören. Liebe Grüße. Tschüss. Damit das Schwere im Leben leichter wird. Mit Thea Wachtendorf.